Wir hören heute einen persönlichen Erfahrungsbericht aus der Initiative Freifunk, ein Projekt des Chaos Darmstadt e.V. Es wird ein Rückblick über das Jahr 2015. Wo sind unsere Freifunker auf Widerstand getroffen und wo haben sie Unterstützung gefunden? Verwaltung, Politik, alles Bereiche, wo viele Hindernisse auf uns warten. Ein Aspekt wird aber auch sein, was brauchen eigentlich Flüchtlinge? Warum und wie benutzen sie das Internet? Was ist wichtig für sie? Und zu allerletzt natürlich, was wurde dabei gelernt, damit das einfach beim nächsten Mal noch besser funktionieren kann? Ich möchte unseren Speaker Peter Löwenstein herzlich willkommen bitten, sehr schön, und bitte um einen herzlichen Applaus von euch für ihn. Dankeschön. Danke dir. Ja, hallo aus der Freifunk-Initiative Darmstadt komme ich. Chaos Darmstadt e.V. wurde gesagt. Wir legen Wert darauf, dass es eine Initiative ist, weil ein Projekt hat ja bekanntlich einen Anfang und ein Ende. Und wir glauben bei dieser Initiative, das wird sich noch über viele Jahre hinstrecken. Initiative Freifunk deshalb. Meine persönliche Erfahrung, auch deswegen, weil hier sicherlich vielleicht von mir von ein paar Positionen deutlich werden, die nicht unbedingt von allen mitgeteilt oder geteilt werden. Und das muss man deswegen auch nochmal deutlich machen. Die Übersicht der letzten 12 Monate bedeutet nicht, dass wir in den letzten 12 Monaten tatsächlich auch schon für Freifunk was gemacht haben. Freifunk für Flüchtlinge in dem Fall, Freifunk ja. Sondern tatsächlich hat Freifunk für Flüchtlinge bei uns in Darmstadt erst so im Sommer angefangen. Bei mir war die Situation allerdings ein bisschen anders, weil ich war zufällig auch noch dort unten ein Kandidat für den Landrat, der Freifunk für sich aufs Programm geschrieben hatte und gesagt hatte, ich kann mir vorstellen, dass Freifunk auf allen öffentlichen Einrichtungen, den Gebäuden, den Wasserwerken, den Sparkassen installiert wird. Und von daher war das schon im März, April letzten Jahres von mir in die Medien reingekommen. Und dann kam die Flüchtlingswelle und wir standen dann im Sommer eben vor dem Thema, wie kriegen wir das hin, die Unterkünfte zu versorgen. Das ist nicht so, dass das ganz einfach ist, weil im Prinzip wir uns in der Diskussion in dem eigenen Plenum, wir treffen uns montags immer, darüber unterhalten haben. Und dann erste Kontakte aufgebaut hatten und von uns aus ziemlich aktiv geschaut haben, was können wir da an Lösungen bereitstellen. Die Freifunklösungen, die wir dabei aus dem anderen Bundesgebiet mitgekriegt haben, waren da immer wieder auch ein Anreiz bzw. ein Ansporn und auch etwas, woraus man lernen konnte. Worauf ich heute eingehe, das sind weniger die technischen Merkmale. Die technischen Merkmale will ich kurz und knapp so zusammenfassen. Als wir angefangen haben, da waren wir in einer Situation, in der wir mit den Freifunkroutern, wie wir es auch zu Hause im Office in einer kleinen Firma machen, uns das vorgestellt haben und damit angefangen haben. Was am Schluss rausgekommen sind, das waren Lösungen, wo ich am Anfang niemals vermutet hätte, das funktioniert. Also wir haben richtig fett in die Technik reingegriffen und wir haben auch gemerkt, dass das mit der Technik, wie sie heute verfügbar ist, möglich ist, auch sehr komplexe und komplizierte Geschichten zu machen, ohne dass es viel Aufwand bedeutet. Muss nicht viel konfiguriert werden. Das Einzige, was wirklich ein Problem darstellt, ist dann schließlich die Last, die wir hinten auf den Servern haben. Und da haben wir einige Sachen zu lösen gehabt. Das waren aber nicht meine Aufgaben. Da haben andere bei der Freifunkinitiative in Darmstadt eine super Arbeit geleistet. Es geht heute eigentlich mehr darum, also die Entscheider mit Verwaltung zu identifizieren und einen Weg zu erklären oder auch einen Weg zur Diskussion zu stellen, wie man Freifunk für Geflüchtete schneller oder auch effektiver für die Freifunkinitiative selbst zum Leben bringt. Und darauf möchte ich eingehen. Was ihr jetzt seht, das ist im Prinzip unser Einsatzgebiet. In der Mitte ist Darmstadt, das weiße. Darmstadt ist ziemlich merkwürdig umgeben von einem grauen Gebiet und das ist der Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Und nur an der Ecke oben ist der Landkreis Offenbach zu erkennen. Links Landkreis Groß-Gerau, rechts unten Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße. Und das Ganze ist eigentlich schon Südhessen. Weiter oben kommt dann Frankfurt, rechts Bayern und links haben wir dann bald schon die benachbarten Bundesländer mit Rheinland-Pfalz. Was ihr hier vor allem erkennen könnt, ist Darmstadt als ein relativ geschlossenes Gebiet und rechts 23 Gemeinden, die unterschiedlich gut vernetzt sind. Wir reden hier von Anbindung, was Breitband betrifft, ja, 16 Kilobyte. Und in Darmstadt in den besten Gebieten 50 Megabit und bei den Firmen, bei den Hochschulen noch wesentlich mehr. Darmstadt selbst ist ganz anders aufgestellt wie der Landkreis und das ist für die folgenden Geschichten wichtig. In Darmstadt haben wir einen Oberbürgermeister Patsch, der mit einer sehr kräftigen Mehrheit unterwegs ist und der unterstützt wird von der CDU, die damit die Magistratsmehrheit stellen. In Darmstadt-Dieburg haben wir einen SPD-Landrat, der mit den Grünen zusammen die Mehrheit stellt. Der weitere Punkt ist, dass im Landkreis Darmstadt-Dieburg ungefähr 130, 140 Unterkünfte vorhanden sind. Das sind Hallen, die zum Teil 1500 Flüchtlinge in dem ehemaligen Kasernengelände in Babenhausen aufnehmen. Und das sind teilweise kleine Unterkünfte mit drei Zimmern, wo ein paar Leute unterwegs sind. In Darmstadt selbst dagegen sind wir mit mehreren Hallen unterwegs, von der Unterbringung von 350 bis, knapp über 500 und vielen kleineren Unterkünften, aber insgesamt wie in der dargestellten Zahl. Ich hatte mich vor dieser Geschichte hier bei den einzelnen Parteien und auch bei den Fraktionen darüber erkundigt, wie seht ihr das eigentlich? Was meint ihr, was zu den üblichen Themen an weiteren Themen dazukommt? Und Flüchtlinge war immer wieder gesagt worden. Es wird das fünfte Thema werden und da wir in Hessen im März die Kommunalwahl haben, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir versuchen von der Freifunk-Initiative in Darmstadt unpolitisch zu bleiben. Wir sind nicht grün, nicht schwarz, nicht rot, nicht braun. Wir sagen auch ganz klar, wir legen sehr viel Wert auf Bündnisarbeit über jede Partei hinweg. Und jetzt in der Zusammenarbeit ist es auch sehr wichtig, unparteiisch zu agieren. Und das kann nicht nur jeder Freifunk-Initiative ans Herz legen. Trotzdem, es heißt nicht, dass die Arbeit unpolitisch ist. Wie kommen wir dazu, eine Lösung bereitzustellen? Wir brauchen vor allem Bandbreite und wenn wir im ländlichen Raum unterwegs sind, ist eigentlich die einzigste verbleibende Lösung, ist, dass man mit den großen Firmen dort redet und im eigenen Netzwerk, in den eigenen Initiativen, bei den eigenen Bekannten nachfragt, kennt ihr nicht oder seid ihr nicht bei einer Firma, die gut angebunden ist? Und dann versucht sich vielleicht mal mit dem Geschäftsführer zu treffen, mit jemandem vom Vorstand oder auch mit dem IT-Verantwortlichen und ihn davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, wenn er auf dem Dach, wenn er in seiner Umgebung bereitstellt, was an Bandbreite verfügbar gemacht werden kann. Der zweite Absatz, der ist, glaube ich, vielen bekannt. Eine Freifunkinitiative ist kein ISP-Provider. Wir sind kein Dienstleister, der einfach Bandbreite zur Verfügung stellt und dann sagt, wir installieren euch den Router. Wir kommen auch zu euch, wenn ihr das nicht hinkriegt oder wenn mal das Steckerchen rausrutscht und alles durcheinander ist. Das müsst ihr schon mehr oder weniger selbst machen. Ihr kauft auch die Router. Und die freiwillige Unterstützung, die wir bei Problemen anbieten, die holt man sich am besten ab, wenn man bei uns auf die Freifunktreffen montags kommt oder auch über die üblichen Kommunikationswege mit uns kurz Kontakt aufnimmt, um nachzufragen, wie kann man das lösen. Das unterscheidet sich natürlich an vielen Stellen von dem, was Firmen erwarten oder auch öffentliche Verwaltung. Hier seht ihr jetzt einmal eine kurze Darstellung, wie man sie auch bei uns bei darmstadt.frei.net in der Map wiederfindet. Und zwar haben wir hier die Unterkunft Donnersbergring, die wir im September angefangen haben zu vernetzen mit einer kleinen, wie soll ich das nennen? Ein paar Anwohner haben Bandbreite zur Verfügung gestellt, die wir dann schließlich reingebeamt haben in die Unterkunft selbst. Und jeder einzelne von den roten Punkten, wer die Legende noch nicht lesen kann, ist einer der Geflüchteten, der hier an den Knoten sich angebunden hat.
Das war so eine anfangs kleine Lösung und es hat sich in dem Lager Starkenburg auch wiederholt. Wir haben also erst einmal darauf gesetzt, dass wir mit den Anwohnern eine Lösung finden. Naja gut, wenn wir 300, 400 Leute plötzlich dran haben und die innerhalb von wenigen Minuten erkennen, dass dort eine Bandbreite zur Verfügung steht, dann hat man diese 300, 400, dann merkt man, dass 16 Kilobit und auch wenn es von drei Nachbarn ist, dann nicht viel weiterhilft. Man braucht wesentlich mehr. Wir haben also versucht, uns zu überlegen, wie wir ausbauen können und wir haben dabei Erfolge gehabt. Ihr seht hier aus dem Stadtgebiet Darmstadt im unteren Teil den beginnenden Beam von einem lokalen Provider, der uns unterstützt. Das geht dann hoch bis zu dem Gelände der Kaserne Starkenburg. Das sind knapp 2,2 Kilometer. Und das hatten wir so aufgebaut. Was ihr dann am linken Rand von der grünen Fläche noch seht, das sind die ursprünglichen Knotenpunkte, von denen wir aus Privathaushalten erst einmal in das Gelände reingebeamt hatten. Und die heutige Situation ist, dass uns vor ein paar Wochen die Stadt Darmstadt angefragt hatte, ihr habt bis jetzt mit uns so eine tolle Arbeit geleistet, eine Kooperation mit dem Oberbürgermeister läuft sehr gut in Darmstadt. Könnt ihr nicht noch eine weitere Unterkunft, die wir gerade eben am oberen linken Bildrand angemietet haben, mitversorgen? Das haben wir gemacht und daraus ergibt sich jetzt diese Struktur, dieses Netzwerk. Wir sind hier mit ziemlichen Bandbreiten unterwegs und das bedeutet unter dem Strich, was ihr dann hier seht. Links unten die verschiedenen Unterkünfte. Diese Wellenkurve ist die Anzahl der Flüchtlinge, die sich eingeloggt haben. Und rechts unten seht ihr, dass wir in der Spitzenzeit 1189 Flüchtlinge in der Freifunkinitiative Darmstadt gleichzeitig online haben. Und die Schwankungen, die kommen zum... Dankeschön. Danke. Das ist nicht mein Verdienst. Das ist die Freifunkinitiative Darmstadt und Chaos Darmstadt. Ich habe nur ein bisschen für die Öffentlichkeitsarbeit und für das Vernetzen gesorgt. Und die Schwankungen, die ihr seht, das sind die Tagesschwankungen. Wenn es zu Mittag geht, und das wird regelmäßig Mittag gemacht, weil einfach da die festen Zeiten vorgegeben sind, dann kommt es zu Einbrüchen. Nachtschwankungen seht ihr auch. Was ihr aber auch gut erkennen könnt, das sind, wo wir selber mal technische Probleme hatten oder wo es nicht so ganz geklappt hatte mit dem Internet. Ansonsten rechts oben seit dem 1. Oktober bis rechts vorgestern, dem 26. Dezember, das ist das, was wir bereitgestellt haben. Die Suche nach Bündnispartnern. Wir brauchen für ein gutes Bündnis zum einen Freifunk-Community, Nachbarn und hilfsbereite Menschen, mit denen wir erst einmal am Anfang überhaupt ein bisschen was in den Flüchtlingsunterkünften bereitstellen können. Ja, und einen Oberbürgermeister oder einen Landrat oder am besten noch auch den oder die Regierungspräsidenten. Wenn ihr nicht einen Entscheider bei euch in der Freifunkinitiative findet, der Oberbürgermeister ist oder Landrat und sagt, ich treffe mich mit euch, ihr habt mir gutes Material geschickt, ihr macht auch eine gute Pressearbeit, die Namen, die bei euch nach außen auftauchen, sind auch nicht so ganz die verkehrten, so wie es aussieht. Wenn man einen Oberbürgermeister findet, dann ist vieles gewonnen. Dann hilft einem die Feuerwehr, dann helfen einem die eigenen kommunalen IT-Dienstleister, die es oft gibt. Dann kann man einfach wesentlich einfacher zu einem Ergebnis kommen und man hat vor allem eine Unterstützung, die von oben nach unten in der Verwaltung bekannt ist. Was passiert, wenn einen der Landrat ignoriert? Das erleben wir in Darmstadt-Dieburg. Wir haben zeitgleich zu Darmstadt, in Darmstadt-Dieburg, auch den Landrat angefangen zu informieren. Wir durften uns sogar zwei Unterkunftshallen angucken. Ja, im September hieß es, wir prüfen eure Lösung. Das hieß es im Oktober. Da fingen wir an, in Darmstadt schon drei Hallen vernetzt zu haben. Der November kam, da sagte mir dann die Sozialdezernentin, ich bin gar nicht mehr zuständig für das Thema, ich kann Ihnen da gar nichts sagen. Das ist jetzt in das Büro vom Landrat zurückgegangen, da müssen Sie nachfragen. Beim Landrat hieß es dann, oh, das ist uns aber neu, da müssen wir uns selber erst schlau machen. Und das Ende vom Lied war, dass wir bis heute keine von den über 130 Unterkünften im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit der Unterstützung von der Kreisverwaltung versorgen können.
Man könnte natürlich jetzt sagen, gut, Freifunkinitiative, stellt doch vor der Geländegrenze eure Freifunkräder auf. Nur im ländlichen Raum ist es etwas schwierig. Und wir haben Unterkünfte, da sind einfach schon Infrastrukturen vorhanden. Da hat man Telefonanschluss. Da müsste eigentlich nur das, was vorhanden ist, mit dem Hausrecht, den der Landrat hat, für uns bereitgestellt werden. Er müsste also sagen, ich habe nichts dagegen, wenn ihr reingeht und eure gespendeten Räder dort aufstellt. Das ist leider im Landkreis Darmstadt nicht erfolgt. Und das hat uns an einigen Stellen sehr wütend gemacht. Es kam in einer Unterkunft für minderjährige Jugendliche zu Selbstverletzungen, weil die Jugendlichen so unzufrieden mit ihrer Unterbringung waren. Dann hatte mich der Bürgermeister von dem Ort angerufen und gemeint, sag mal, könnt ihr nicht so, wie ihr es in Darmstadt macht, das auch bei uns machen? Habe ich gemeint, gerne, nur der Landrat hat Hausrecht, wir kommen da sonst nicht so richtig rein. Und das sollte schon sein. Tja, es führte zu keinem Ergebnis. Das sind Sachen, die machen uns wütend, aber wir können es auch nicht an allen Stellen erzwingen. Sozialverbände wie Deutsches Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund, das sind diejenigen, die letztendlich von der Kreisverwaltung oder auch vom Bürgermeister dann gebeten werden, doch im Auftrag die Betreibung von der Unterkunft vorzunehmen. Und das wird von denen gerne gemacht, auch an vielen Stellen gut gemacht, nur Freifunk, Internet für Flüchtlinge, das ist keine Pflichtaufgabe. Pflichtaufgabe ist Essen, was zum Schlafen, Dach über dem Kopf, die Klamotten. Warum soll jetzt unbedingt jetzt auch noch Internet bereitgestellt werden? Und das ist die Stelle, wo man dann mit guten Argumenten wie die Integration wird besser, die Leute langweilen sich nicht so. Es führt dazu, dass sie auch erkennen können, was bei uns an Kultur vorhanden ist, weil sie es im Internet anschauen können. Und vor allem die Intelligenz von den Leuten, und das sind richtig schlaue Leute dabei, wird weiterhin am Leben erhalten. Manche der Verfahren, die dauern so lange, dass ein Jahr vorbei ist. In der ganzen Zeit sind sie in den Unterkünften untergebracht. Und dann immer nur an gewissen Momenten, an gewissen Stellen Internet zu haben, wenn man im Prinzip mal nach Hause telefonieren möchte, zur Familie, zum Verwandten, oder sich erkundigen möchte, wie soll es eigentlich weitergehen, wie sieht ein Asylverfahren aus. Das ist nicht so einfach. Feuerwehreinsatzleitung, das sind bei uns oft diejenigen, die an dem Thema der Unterstützung für uns die direkte Abrechnung gemacht haben. Oder die mit uns die Router und die Kabel in 6 Meter Höhe in den Kabel gelegt, in den Hallen gelegt haben. Am Schluss haben wir die Kooperation mit all diesen verschiedenen Gruppen so gut hingekriegt, dass wir von Anfang an bei neuen Unterkünften eingeladen wurden. Schon am ersten Tag der Besichtigung, der Vertrag war eben gerade erst unterschrieben, kommt mit. Und wir haben uns das angeschaut und haben sofort mit denen eine Architektur entworfen, wie man die Hallen ausleuchtet, wie man für 500 Flüchtlinge innerhalb von 3-4 Tagen eine Infrastruktur bereitstellt, dass es funktioniert. Und wenn dann die ersten Flüchtlinge kamen, dann war das schon gestellt, was natürlich viel besser ist, als wenn man damit erst anfängt, wenn da schon viele Leute unterwegs sind. Gut, was kann ein Einzelner erreichen? Alles. Das ist mein Appell an euch. Wenn ihr in eurer Gemeinde unterwegs seid oder wenn ihr Kontakt habt zu einem Pro-Asyl-Arbeitskreis, wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt und ein bisschen Lust und Zeit übrig habt, um euch auf die Flüchtlinge und ihre Unterkünfte zu stürzen oder wenn ihr Kontakt habt zu einem evangelischen zu einer Begegnungsstätte, dann versucht doch, wenn ihr dazu Lust habt, dort einfach mal einen Router aufzustellen. Das wird oft sehr gut angenommen. Ich kann das eigentlich nur so demonstrieren. Was wir hier sehen, das ist ein Bild aus der Begegnungsstätte für Flüchtlinge in Großumstadt. Und das Ganze hat auf die Beine gestellt ein einzelner Freifunker, der dort tätig ist und der verdammt gut vernetzt war. Und er hat überall nachgefragt und man kannte ihn und er ist ein seriöser Mann, sage ich jetzt mal. Und er hat es erreicht, dass dann dort in der Begegnungsstätte alles bereitgestellt wurde mit Billardtisch, mit diesen Arbeitsplätzen, die er mit gespendeten Rechnern aufgebaut hat. Der hat dort einen einfachen, handelsüblichen Router neu konfiguriert und mit aufgestellt. Später bin ich dann dazugekommen.
Und wir könnten dort außer diesen drei Arbeitsplätzen noch 10 Arbeitsplätze aufstellen und die würden sofort belegt werden, wenn der Platz vorhanden wäre. Die Dankbarkeit von den geflüchteten Menschen dafür, dass sie Internet haben und von uns das bereitgestellt bekommen, die ist unglaublich. Und der Nutzen, den diese ganze Geschichte hat, für die spätere Integration und vor allem für das Erhalten der Intelligenz, das Erhalten von den Fähigkeiten, ist enorm. Wenn ihr also solche Geschichten macht, dann sprecht die Redaktion an, sobald ihr erste Lösungen habt. Redet mit eurem Netzwerk, ob die nicht vielleicht von früheren Arbeiten Kontakte zu Journalisten habt. Und bereitet euch vor mit guten Informationen untereinander, informiert die Journalisten. Und wenn ihr das gut hinkriegt, dann ist die, dann sind die Medien bereit, das auch zu übernehmen. Wir haben hier vom Darmstädter Echo wenige Tage nach unserem ersten Termin etwas gehabt. Das ist nur der obere Teaser, ich darf ja nicht alles zitieren leider, von dem Artikel, wie wir erste Kasernen in Darmstadt angebunden haben. Und was sich danach dann ergab bei der ganzen Geschichte, ist, dass wir dann von dem OB kontaktiert wurden, von anderen kontaktiert wurden und so nach und nach eine Welle von, hoppla, Darmstadt-Frankfurt, Darmstadt-Freifunk macht ja was. Und diese Welle führte dazu, dass wir Anfragen hatten aus 5 Landkreisen und aus der Stadt Darmstadt. Also alle drumherum haben im Prinzip nachgefragt. Wir mussten aus Michelstadt eine Halle von 1500 Flüchtlingen weitergeben an Freifunk an der Bergstraße, weil wir das selber überhaupt nicht mehr hingekriegt haben. Einige Leute bei uns, die waren richtig fertig, weil alles musste ausgebaut werden. Ist ja klar, von 300, 400 auf 1200 plus dem üblichen, da müssen die Server richtig mal ausgebaut werden. Und das alles als Ehrenamtliche in der Freizeit ist nicht so einfach. Wir hatten zeitgleich auch Beschlüsse. Und Beschlüsse heißt, dass bestimmte Landesparteitage oder auch Kreistage darüber entschieden haben, ja, Freifunk ist eine tolle Idee, wir wollen Freifunk haben und Freifunk auch dann für Flüchtlinge einsetzen. Ihr könnt darauf nicht viel geben. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Diese Beschlüsse, die sind in vielen Fällen Beschlüsse, die in den Zeitungen super wirken, die im Programm super wirken. Aber unterm Strich ist es so, dass ein Landrat, der gewählt wurde, jederzeit die Möglichkeit hat, sich darüber hinwegzusetzen, wenn er der Meinung ist, er will es anders da machen. Und dann ist das egal, ob das im SPD-Programm steht oder ob das die Grünen auf ihrem Landesparteitag beschlossen haben. Er macht es einfach so, wie er will und in vielen Stellen ist er auch noch stolz darauf. Was ich zusammenfassend sagen kann, ist, mit den Grünen kann man auf der Ebene von einem Kreisverband oder höher gut zusammenarbeiten. Auf der kommunalen Ebene hängt es von einzelnen Köpfen ab. Es gibt da auch welche, die den Aluhut tragen. Die CDU ist hochinteressant für mich. Ich hatte wirklich Vorbehalte. Aber die CDU hat einige Köpfe, da muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich mit denen zusammenarbeiten darf und dass wir auch von Bürgermeistern aus den Landkreisen direkte Anfragen haben, die schlau genug sind, um zu wissen, dass Freifunk für sie eine super Möglichkeit ist, um die geflüchteten Menschen in der Gemeinde besser zu integrieren. Bei den Piraten nur in den großen Städten noch nennenswerte Aktivitäten, die uns helfen können. Und bei der SPD hatte ich ja schon gesagt, losgelöst von Landes- und Bundesbeschlüssen, da ist es egal, ob Thorsten Schäfer-Gümbel in Hessen sagt, Freifunk ist eine tolle Geschichte, dann sagt halt der lokale Funktionär auf der Kreisebene, interessiert mich nicht, unser Landrat sieht das anders und dann wird es verschoben und immer weiter verschoben. Linke und DKP sind schwierig. Wollt ihr da mehr zu wissen? Okay, es geht von eurer Fragezeit ab. Wir haben ein Bündnis von DKP und Linken. Und zwar in einer, auf der Kreisebene Darmstadt-Dieburg. Und dort hatte einer von den Linken gesagt, wir müssen uns mal langsam die Frage stellen, ob wir nicht in der Situation sind, dass die Geflüchteten besser gestellt sind wie Hartz-IV-Empfänger. Ja, kann man machen. Der Bündnispartner der DKP, mit dem die Linken seit 10 Jahren eine gemeinsame Liste hat, fand das nicht so toll und meinte, wenn dieser betreffende Herr sich nicht von der gemeinsam gerade eben aufgestellten Liste für den Kreistag entfernen lässt, dann würde die DKP das Bündnis aufstellen. Am Ende ist das Bündnis geplatzt.
Kann passieren. Ja. Trotzdem würde ich auch mit diesem Hintergrund nicht versuchen, mit der DKP in ein Bündnis zu gehen, dahingehend mit Freifunk umzugehen, weil ich dort einfach an vielen Stellen, und das ist meine persönliche Meinung, das gilt nicht für irgendwelche anderen Freifunker, die DKP nicht für unbedingt fähig dazu halte, um sich des Themas auch von der technischen Ebene oder von dem, was damit zusammenhängt, anzunehmen. Kann ein Vorurteil sein, gestehe ich gerne ein. Jo, kommerzielle ISPs, das ist so ein anderes Thema. Sie sind nicht unsere Wettbewerber, weil sie einfach nicht die Vorteile haben, die wir für Freifunk bereitstellen können. Sie sind nicht dazu in der Lage, die Leute ins Netz zu lassen, ohne dass sie Daten erheben, mitschneiden, ein Login verlangen, die Einzelnen identifizieren. Alles Geschichten, die wir bei Freifunk nicht haben. Und die Verkaufsabteilungen, die sind oft auch nicht darauf eingestellt bei den ISPs, dass sie dann als gewerbliches Unternehmen in eine Halle kommen und dann dort Freifunk, nee, wir sollen ja dort WLAN, einen Hotspot bereitstellen, aber sowas, wie wir hier sehen, das haben wir ja noch nie gehabt und überhaupt. Und da müssen wir mal erstmal den Dienstleistern reden, ob die uns das da oben mit den Kabeln legen können, weil wir sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die da die Kabel oben auf den Masten legen können in 6 Meter Höhe. Also da werden viele Lösungen nur gemeinsam möglich und das macht es nicht so einfach. Bei uns war es so gewesen, dass die Feuerwehr Leiterbühnen hochgefahren hatte auf 6 Meter Höhe, so sage ich jetzt mal ganz einfach, und dann wurden dort oben die Kabel gelegt und das war innerhalb von wenigen Tagen erledigt. Was wir aber vor allem bieten, das sind Alternativen. Und zwar die Alternative, die geflüchteten Menschen in den Unterkünften dazu befähigen, dass sie ihre eigene aufgebaute Freifunkstruktur pflegen können. Wir hatten in einer der Unterkünfte in Groß-Umstadt plötzlich die Feststellung gemacht, dass einer der Geflüchteten richtig gut war und in arabischer Schrift sich neue VPN-Verbindungen unter Linux installiert hatte und dann für die verschiedenen Leute da in die Kriegsgebiete geschützte Verbindungen aufgebaut hatte, wo ich dachte, Respekt, wirklich Respekt. Leider ist er nach wenigen Wochen weg gewesen, weil er einfach in seinem kompletten Verfahren noch nicht genehmigt war und deswegen in eine andere Unterkunft wechseln musste. Trotzdem, diese Verbindungen werden weiter genutzt. Was ich damit nur sagen will, das sind richtig gute Leute dabei. Und jede Gemeinde, die diese Leute gelangweilt in den verschiedenen Unterkünften vor sich hinhausen lässt, vergibt ein unglaubliches Potenzial. Der Ausblick für 2016 in den wenigen Sekunden, die mir noch bleiben, will ich mal so zusammenfassen. Freifunk in Darmstadt ist von dem Oberbürgermeister Patsch mit Mitteln ausgestattet worden, die unter dem Strich bedeuten, dass wir nur wenig von den Spenden, die wir bekommen haben, verwenden mussten, um die einzelnen Unterkünfte auszustatten. Nur machen wir uns damit abhängig von staatlicher Förderung und ist das dann noch Freifunk, wenn man von staatlicher Förderung vor allem lebt? Das ist eine Geschichte, wo ich denke, dass im Jahr 2016 nochmal eine Diskussion geführt werden muss. Und die andere Sache, die mir vor allem am Herzen liegt, macht es vielleicht Sinn, wenn das Land Hessen oder andere Bundesländer, die zum Teil schon damit angefangen haben, wie man aus dem Osten der Republik hört, ein Pilotprojekt zu machen? Wie können wir mit Freifunk für die Unterkünfte Lösungen bereitstellen, die im ganzen Land genutzt werden können, weil sie so ein generisches Momentum haben, weil sie skalierbar sind und weil man nicht in jeder Gemeinde neu anfangen muss, wie man Freifunk einsetzt und was man einkauft und mit wem man reden muss, weil einfach schon so ein Bundle, so ein Package gegeben ist. Aus Schulung, aus Unterrichtsmaterialien, aus Anleitung dazu, wie man Communities aufbaut. Das wäre etwas, wo ich mir in 2016 für das ganze Bundesgebiet mehr Initiativen wünschen würde und glaube, dass so etwas auch kommen könnte. Und dann schließlich ein Camp. Ich wünsche mir so sehr ein Camp zum Erfahrungsaustausch, gerade über diese Erfahrungen mit Verwaltungen, mit den Sozialverbänden, wie man Communities aufbaut und nicht nur ein Camp oder das nur streicht bitte weg. Ich wünsche mir das als Ergänzung zu den bestehenden Camps, in denen viel über Technik gesprochen wird und darüber, wie man die vorhandene Infrastruktur sinnvoller weiter ausbauen kann. Gut, ich bin am Ende. Wir brauchen eine Internetlösung, weil es eine humanitäre Aufgabe ist für die Geflüchteten. Und
Wir brauchen Freifunk, weil damit eine Lösung zur Bereitstellung von Internet in den Unterkünften der Geflüchteten möglich ist, vor allem auch in Selbsthilfe. Und wir brauchen Freifunk, weil wir damit eine wunderbare Möglichkeit haben, Menschen mit sehr viel Verstand, mit einer guten Bildung und einem unglaublich großen Willen bei uns zu integrieren, ohne sie in der Langeweile versauern zu lassen. Ich danke euch, das war's erstmal. Danke. Leider haben wir keine Zeit mehr für Fragen. aber wir haben das vorhin schon abgesprochen. Wer noch Peter fragen möchte, draußen im Foyer wird er noch sein. Kommt da einfach bei ihm vorbei. Da könnt ihr dann ganz in Ruhe mit ihm diskutieren. Und ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei ihm bedanken, der hier unter widrigsten Umständen heute nämlich seinen Talk halten musste mit einem geliehenen Laptop, weil seiner auch noch abgeraucht ist, im wahrsten gestern, Sinne mit des der Präsentation. Wortes. Und ich möchte mich auch noch mal bei allen, die Freifunk für Newcomer, wie wir gelernt haben, wie sie gerne genannt werden möchten, anbieten und bitte euch noch mal für alle, die in diesen Initiativen tätig sind und sich engagieren, um einen ganz großen Applaus.